Kurz vor Ladenschluss beobachtet eine maskierte Gestalt den Supermarkt von Hans-Peter Brandt. Nachdem sich der 49-Jährige noch von einem Kunden persönlich verabschiedet hat, sieht der Unbekannte den passenden Moment gekommen und macht seine Waffe scharf. Der Täter ist wild entschlossen, seinen Plan durchzuziehen und würde dafür sogar über Leichen gehen. Los, komm! Na los, jetzt mach Kasse auf. Keine dummen Ideen, sonst. Es ist wirklich nicht viel Geld in der Kasse. Hab ich das gefragt, hä? Nein. Klappe halten, Kasse aufmachen und Geld geben. Ich werde nicht mehr bewaffnet sein. Nein, Sabine, die Dienstwaffe ist natürlich weggesperrt. Mit schwer bewaffnet habe ich Bier gemeint. Ich bin auf dem Weg in den Supermarkt. Na, für das Spiel nachher. Es kommen ein paar Freunde vorbei, wenn du also Lust hast. Ja, dann nicht. Mach mal alles klar. Dann bis morgen, jo. Ciao. Schönen Abend, Alter. Hey, Harpe. Guten Abend, Max. Fürs Spiel nachher? Zum Trost? Von wegen zum Trost. Die ballern wir weg. Fette Feier gibt das. Und zwei Päckchen Zigaretten, wie immer. Nee, lass mal. Ich habe aufgehört zu rauchen. Wow, Respekt. Einfach so? Von heute auf morgen? Ja, von vorgestern auf gestern. Und einfach ist das überhaupt nicht, kannst du mir glauben. Dann vielleicht Kaugummis? Nee, lass mal, ich versuch das. Jetzt mit denen hier. Was kriegst du? 12,50. Weil du es bist. Für Bayern-Fans ist es normalerweise teurer. Stimmt so. Danke. Hey! Stopp! Schön hier auf den Boden legen! Seien Sie vorsichtig mit dem Ding, ja? Runter! Und Hände hinter den Kopf. Hören Sie, ich... Schön die Klappe halten. Sonst siehst du nichts mehr Fußball spielen, hä? Kapiert? Und du, alter Sack, hä? Ich hab dich gewarnt, oder? Hey! Ruhe da hinten! Halt die Fresse! Ich hab gesagt, keine dummen Ideen! Lassen Sie den Mann in Ruhe, ich hab 100 Euro in der Tasche. Die können Sie haben, wenn Sie wollen. Halt die Klappe! Liegen bleiben! Sonst bist du der Nächste! Du bleibst da! Wow. Happe. Hey, alles okay? Hörst du mich, Happe? Brenner hier, ich brauche ein RTW in die Pestalozzi-Straße 12, dringend. Der schwerverletzte Inhaber des Supermarktes wurde direkt ins nächstgelegene Krankenhaus gefahren. Vor dem Laden herrscht mittlerweile rege Betriebsamkeit. Kriminalkommissar Max Brenner spricht mit dem Zeugen. Harpe und ich sind nicht direkt befreundet. Eher Bekannte, würde ich sagen. Ich bin so eine Art Stammkunde, schätze ich. Ich glaube, wir haben uns ja auch schon mal gesehen. Es kann gut sein, ich habe meinen eigenen Laden hier direkt um die Ecke. Hey, dass Sie sich das Kennzeichen gemerkt haben, haben Sie wirklich gut gemacht. Aber Sie rauchen zu viel, vielleicht sollen Sie mal über das Aufhören nachdenken? Tja, ist gar nicht so einfach. Das glaube ich Ihnen blind. Aber ich muss nochmal. Ja. Ich melde mich später nochmal bei dir, okay? Ja, bis dann, tschüss. Und gibt's was Neues? Habt ihr oben in Harpes Wohnung was gefunden? Also, nichts, was uns weiterhelfen würde. Hat der Maskierte Sie eigentlich gesehen? Den Eindruck habe ich ehrlich gesagt nicht. Gut. Dann weiß er wenigstens nicht, dass wir sein Kennzeichen haben. Hoffentlich ist der Wagen nicht gestohlen. Edel, hallo? Ah, okay. Danke, ja. Danke für den Anruf. Wiederhören. Was? Das war das Krankenhaus. Brand kommt durch. Er hat vor meinen Augen auf ihn eingetreten. Ich konnte nichts tun. Hey, Max, komm.
Sowas passiert. Ah, verdammt! Die Kollegen haben das Kennzeichen vom Fluchtfahrzeug überprüft. Das Fahrzeug ist auf einen gewissen Karim Erdal zugelassen. Der ist bei uns ziemlich bekannt, ist wegen diverser Delikte vorbestraft. Sehr schön, den kaufen wir uns. Die Kollegen sollen mir ein Foto von diesem Karim Erdal auf mein Handy schicken, ja. Okay? Gut. Tja, zu Hause war Karim Erdal nicht. Oder er hat nicht aufgemacht, weil er wusste, dass wir es sind. Woher soll er das wissen? Herr Deichsen meinte doch, dass er ihn nicht gesehen hat. Nee, der weiß nicht, dass wir schon an ihm dran sind. Vielleicht ja doch. Der ist schon auf der Flucht. Die Fahndung läuft ja. Den kriegen wir schon. Weißt du, was ich mich frage? Wieso überfällt er ausgerechnet diesen Supermarkt? Der muss doch wissen, dass da nicht viel zu holen ist. Na ja, gut. Das Risiko ist natürlich geringer als in einer Bank beispielsweise. Ist er das nicht? Ja. Herr Karim Erdal? Ja? So sieht man sich wieder. Was? Wie meinen Sie das? Wer sind Sie überhaupt? Brenner von der Kripo. Meine Kollegin Ede. Ah, dann haben Sie meinen Wagen gefunden. Wie bitte? Mein Wagen, den habe ich doch nicht mal vor einer halben Stunde als gestohlen gemeldet. Haben Sie den? Glauben Sie wirklich, dass Sie so einfach davonkommen? Den Supermarkt überfallen und jetzt behaupten, dass mir den Wagen gestohlen hat? Hä? Was für ein Supermarkt denn? Der Supermarkt in der Pestalozzi-Straße wurde überfallen. Und Ihr Wagen wurde als Tatfahrzeug identifiziert. Wie kommen Sie drauf, dass ich das war? Weil ich in dem Supermarkt war, als er ausgeraubt wurde. Und von der Statur können Sie es gewesen sein. War ich aber nicht. Können Sie mir glauben? Es war bestimmt derjenige, der das Auto geklaut hat. Das werden wir ja sehen. Sagen Sie mal, mit Bauch auf Boden liegen, mit ausländischem Akzent? Nee, na Mann, mache ich nicht. Jetzt machen Sie schon. Mit Bauch auf Boden liegen. Okay. Wo waren Sie heute zwischen 18:30 und 19 Uhr? Da habe ich ja Glück, dass ich ein Alibi habe. Da war ich nämlich auf dem Minigolfplatz im Stadtpark. Mhm. Können bestimmt 10 Leute bezeugen. Auf dem Minigolfplatz? Ja, da hänge ich manchmal ab. Trink ein, zwei Bier, schlage ein paar Löcher. Nur mein Auto stand auf einmal nicht mehr vor der Tür. Ich bin dann sofort zur Polizei. 14. Revier. Fragen Sie doch mal Ihre Kollegen dort. Da können Sie Gift drauf nehmen. War's das? Und jetzt? Die Kollegen sollen einen öffentlichen Aufruf starten. Vielleicht hat jemand was gesehen. Und ich will, dass er da überwacht wird. Zumindest so lange, bis wir sein Alibi überprüft haben. Nicht, dass er doch was mit der Sache zu tun an der Zivil gemacht. Zur gleichen Zeit bei einer Angestellten des Opfers. Ich weiß echt nicht, ob das nicht eine dumme Idee war. Ja. Ja, okay. Du hast recht. Okay, tschüss. Was zur Scheiße? Für die ermittelnden Kommissare beginnt der nächste Arbeitstag mit schlechten Nachrichten. Was ist denn los? Er hat als Alibi ist geplatzt. Und er ist verschwunden. Wir hatten noch extra eine Streife bei ihm abgestellt. Ja, keine Ahnung, der muss irgendwie hinten raus sein. Auf jeden Fall ist er nicht mehr zu Hause. Hört sich fast an wie ein Schuldeingeständnis. Dann ist doch alles klar. Ich bin mir da irgendwie nicht so sicher. Ich frage mich, warum der Täter Brandt überhaupt zusammengeschlagen hat. Ich kann dir jetzt nicht ganz folgen. Dass er ihn niedergeschlagen hat, kam mir von Anfang an unnötig vor. Irgendwie übermotiviert für einen Überfall. Verstehst du, was ich meine? Also ehrlich gesagt, nein. Die Frage ist doch, warum hat der Täter ihn derart verprügelt? Es gab keinen offensichtlichen Anlass. Er hat ihn beschimpft und getreten. Sorry, aber wenn ich den Supermarkt eines Unbekannten überfallen würde, dann würde ich mir das doch sparen und so schnell wie möglich abhauen. Du meinst also, Brandt und der Täter kannten sich?
Mhm. Das würde bedeuten, dass der Supermarktbesitzer gezielt Opfer eines Anschlags wurde. Was schlägst du vor? Hab ist noch nicht vernehmungsfähig. Der behandelnde Arzt wollte mich anrufen, wenn es soweit ist. Okay. Und er hat keine lebenden Verwandten, die wir befragen können. Aber vielleicht sollten wir uns mal mit seinen Angestellten unterhalten. Wie viele sind das? Drei. Ich habe sie für... Wo habe ich es? 11 Uhr bestellt. Könntest du dich darum kümmern? Und was machst du? Ich kümmere mich darum. Eine Festplatte? Mit Unmengen Videomaterial der Überwachungskamera aus dem Supermarkt. Oh, okay. Was ist eigentlich aus dem Fluchtwagen geworden? Keine Spur, trotz Großfahndung. Herr Max Brenner? Sehr schön, Herr Dr. Zeiler. Dann kommen wir gleich vorbei. Vielen Dank für den Anruf, ja? Ciao. Harpe ist vernehmungsfähig. Das heißt, wir haben jetzt noch 2 Stunden, bis seine Angestellten zur Befragung kommen. Das schaffen wir. Okay. Auf geht's. Mal sehen, was er zu sagen hat. Der Besuch bei dem Opfer treibt die Ermittlungen allerdings nicht wie erhofft voran. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es jemand auf mich persönlich abgesehen hat. Ich tue doch niemandem was. Du kennst mich, Max. Das weiß ich doch, Harper, aber vielleicht gab es Ärger mit einem deiner Angestellten? Nee. Also, nichts Besonderes. Ich behandle meine Angestellten gut, zahle immer pünktlich ihre Gehälter. Nein, unmöglich. Das war bestimmt ein ganz gewöhnlicher Raubüberfall. Aber du musst doch zugeben, dass der Räuber dich nicht hätte schlagen müssen. Ja, also, er hätte das Geld auch so bekommen. Eben, und trotzdem richtet er dich so zu? Ich weiß doch auch nicht, Max. Für meine Angestellten würde ich jedenfalls die Hand ins Feuer legen. Alles klar, Harpe. Wenn du irgendwas brauchst, rufst du mich an, ja? Nein. Wir müssen an die Arbeit uns den Kerl schnappen. Was habt ihr vor? Die Bilder der Überwachungskamera sichten. Und ich werde mich mit ihren Angestellten unterhalten. Alles Gute, Harpe. Danke. Während ihr Kollege auf den Überwachungsbändern nach Hinweisen sucht, befragt Sabine Edel die Mitarbeiter des Supermarktes. Hat Ihr Chef in letzter Zeit mit irgendjemandem Streit? Ist Ihnen irgendwas aufgefallen? Streit? Harpe? Nein. Das Klima da im Supermarkt ist mehr so wie Familie. Wir verstehen uns alle gut. Keiner würde Harpe sowas antun. 100 pro. Wie können Sie da so sicher sein? Na, Sie haben doch selber gesagt, dass der Räuber ein Mann war. Ja? Ich bin neben dem Boss der einzige Mann im Supermarkt. Und da ich es nicht war... Okay. Wie viele Stunden sind da drauf? 300 in etwa. Herzlichen Glückwunsch. Haben Sie in letzter Zeit irgendwas Auffälliges bemerkt? Mama. Wegen mir können Sie gerne rangehen. Wegen mir aber nicht. Also, Ihnen ist nichts Merkwürdiges in der Arbeit aufgefallen? Nein, alles war wie immer. Aber ich meine, es geht mich ja nichts an. Ja? Ich finde es schon merkwürdig, dass Sie nicht mit Ihrer Mutter sprechen wollen. Finden Sie nicht? Also, ich finde, das geht Sie wirklich nichts an. Wie wär's mit dem Kaffee? Ja, gerne. Ach so. Schwarz mit 2 Stück Zucker, ja? Was für ein Mensch ist Ihr Chef? Ja, er ist ganz nett. Wieso? Naja, weil er fast totgeschlagen worden wäre. Deswegen gehen wir davon aus, dass der Räuber vielleicht nicht nur das Geld aus der Kasse wollte. Sie glauben, jemand wollte ihm wehtun? Man hat ihm wehgetan. Die Frage ist, warum? Sie haben wirklich keine Idee, wer das gewesen sein könnte? Nein,
Er ist echt ein netter Typ eigentlich und ja, ganz zuvorkommend und ja, ein Chef, wie man ihn sich wünschen würde eigentlich. Trotzdem haben Sie vor kurzem gekündigt. Warum? Ja, ich wollte mich halt ganz auf meinen Abschluss konzentrieren. Ich mache gerade mein Abitur nach und habe ein bisschen Geld zur Seite gelegt. Okay. Gut. Danke, Frau Gerhardt. Ich habe dann erstmal keine weiteren Fragen an Sie. Okay. Wenn Ihnen noch was einfällt, hier ist meine Karte. Hey, wie hält man das an? Hallo, hey! Hey, wie hält man das an? Ich komme ein Stück zurück. Zurück. Hey, stopp von da. Das war doch ein Streit, oder? Also kann schon sein, dass sie sich streiten, ja. Zu dumm, dass es keinen Ton gibt. Hast du mit der Frau gesprochen? Das ist Jasmin Gerhardt. Sie meinte, sie hätte sich bestens mit ihrem Chef verstanden. Hat trotzdem vor kurzem gekündigt. Ach, obwohl sie sich so gut verstanden haben. Angeblich will sie ihr Abitur noch machen. Ist sie noch im Haus? Ist gerade gegangen. Dann statten wir ihr mal einen Besuch ab. Und du kannst diese Jasmin Gerhardt mal bitte durchs System jagen, ja? Da das Opfer angeblich keine Feinde hatte, gehen die Kommissare jedem noch so kleinen Hinweis nach. Wahrscheinlich ging es in dem Video nur um eine Nichtigkeit. Schon möglich, aber wenn das ein Streit war, hat diese Gerhardt gelogen. Vom Kollegen von der IT. Diese Jasmin Gerhardt überprüft, gegen sie liegt nichts vor, aber... Aber? Hier in ihrer Meldadresse ist nicht nur sie gemeldet, sondern auch ein gewisser Louis Schilling. Wahrscheinlich ihr Freund. Und was ist mit dem? Schilling saß vor 2 Tagen noch in Haft. Wurde überraschenderweise wegen guter Führung vorzeitig aus der Haft entlassen. Weswegen wurde er verurteilt? Körperverletzung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Diebstahl, Hehlerei etc. pp. Aber da ist noch was. Rate mal, mit wem sich Schilling im Knast eine Zelle geteilt hat. Karim Erda. Dessen Auto der Überfall ausgeführt wurde. Das sind mir eindeutig zu viele Zufälle. Also entweder... Schilling hat Erda zu der räuberischen Erpressung und Körperverletzung angestiftet. Oder aber Schilling hat sich den Wagen von Erda geliehen und den Überfall selbst ausgeführt. Wen rufst du an? Deine Mutter. Haha, sehr witzig. Den Kollegen von IT. Ja, grüß dich, ich bin's. Kannst du mir mal bitte die Akte von diesem Schilling aufs Handy schicken? Mit Foto? Wir fragen dich aber nicht nach deiner Theorie. Ja, danke für die Infos. Ciao. Habe ich schlechten Atem oder was? Nee, aber schlechte Laune? Hey, du kannst echt ein bisschen netter zu ihm sein. Albers macht echt einen guten Job. Ich bin nett. Ich habe mich sogar bedankt. Das kann man aber auch anders sehen. Ich war noch nicht mit dem Pizza essen, okay? Das ist ein rein berufliches Verhältnis. Warum soll ich in Freundschaft vorheucheln? Da bin ich lieber ehrlich. Da gibt es auch Schnittmengen. Kollegen, die man auch privat mag. Ich werde es ihn wissen lassen, wenn es soweit ist, okay? Ihr werdet euch mögen. Der kann genauso freundlich gucken wie du. Was machst du denn hier? Du hast mich total erschreckt. Du kannst Louis zu mir sagen. Warum so schreckhaft, ne? Ist der Anblick von deinem Verlobten so schlimm? Komm, du hast schon ganz andere Sachen hier gesehen. Lass mich! Was hast du gemacht, hä? Wovon redest du? Wovon ich rede? Brandt wurde halb totgeschlagen. Hast du das gemacht? Was? Die Polizei hat mich befragt, weil sein Supermarkt überfallen wurde. Scheiße! Shit! Luis, hast du das gemacht, hä? Hast du ihn zusammengeschlagen? Hallo, ich rede mit dir jetzt, sag schon! Nein! Also, nein, war ich nicht. Kriminalpolizei. Shit. Ich gehe nicht zurück in den Knast. Ja, wenn du mit der ganzen Sache nichts zu tun hast, dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen, oder? Ja, klar, von wegen. Hey, die schieben mir das doch sowieso in die Schuhe. Ganz sicher. Jetzt beruhig dich erstmal und sei vor allem leise. Ich kümmere mich schon um die Polizei. Frau Gerhardt. Ich komme ja schon. Guten Tag. Hallo. Das hat aber lang gedauert.
Ja, ich war halt im Bad. Was wollen Sie denn jetzt hier? Was war das? Herr Schilling, sind Sie das? Polizei, stehen bleiben oder ich schieße! Scheiße. Frau Gerhardt, wann wollten Sie mir denn verraten, dass Sie mit einem Vorbestraften zusammenleben? Ja, ist es verboten. Sie haben mich doch auch überhaupt nicht gefragt. Aber ich habe Sie gefragt, ob Sie Streit mit Ihrem Chef hatten. Ja, und ich habe Ihnen gesagt, dass ich keinen Streit hatte. Wir haben uns das Überwachungsvideo angeschaut und gesehen, dass der Sie aus dem Laden geschmissen hat. Wollen Sie immer noch behaupten, dass Brandt ein Chef hier aus dem Bilderbuch war? Mann. Ja, okay, war nicht. Warum haben Sie gelogen? Was hat Schilling mit der Tat zu tun? War er es, der eben abgehauen ist? Was haben Sie denn mit dem zu tun? Warum ist er hier gemeldet? Ja, okay. Wir sind verlobt. Ach, dann haben Sie Ihren Verlobten angestiftet. Was? Wie kommen Sie denn jetzt auf sowas? Frau Gerhardt, bitte. Sie haben Streit mit Ihrem Chef und kurz darauf wird dieser zusammengeschlagen und ausgeraubt. Das ist doch alles nur ein blöder Zufall. Und auch, dass der Täter mit dem Wagen von Karim Erdal abgehauen ist? Ich kenne den doch gar nicht. Wer ist das denn? Aber Ihr Verlobter kennt den. Zufälligerweise hat der sich mit ihm im Gefängnis eine Zelle geteilt. Also, war das eben Ihr Verlobter, der abgehauen ist? Ganz schön kurzatmig für einen Nichtraucher. Halt lieber mal die Luft an. Wo ist der andere? Weg. Hast du ihn wenigstens erkannt? Besonders nah war ich nicht dran, aber ja, es war Schilling. Louis Schilling ist bereits zur Fahndung ausgeschrieben, als seine Verlobte verhört wird.